Hallo liebe Leute, ja schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal ein Video über mein Fahrrad. Ja, ich habe jetzt mittlerweile 6.500 Kilometer mit diesem Fahrrad zurückgelegt und ja, das ist für mich Grund genug, einmal über dieses Fahrrad kurz zu berichten. Ja, ich habe lange darüber nachgedacht, mache ich das nicht. Jetzt habe ich mich doch dazu entschieden. Damals war es bei Aldi für 899 Euro im Angebot. Da ich etwas spät dran war, was aber letztendlich mein Glück war, habe ich es für 699 Euro reduziert erhalten. Ja, und bin dann als stolzer Besitzer eines Pedelecs mit dem Fahrrad unterm Arm aus dem Aldi rausgehuscht und ja, jetzt 6.500 Kilometer später möchte ich einmal kurz erklären, was gefällt mir an diesem Fahrrad, was ist überhaupt dran an diesem Fahrrad und gibt es vielleicht das ein oder andere, was über die Zeit mich ein bisschen genervt hat oder zu Problemen geführt hat. Ja, legen wir einmal los. Ich erkläre kurz die technischen Details. Einmal haben wir hier einen Bafangmotor, einen Heckmotor mit 250 Watt verbaut. Der hat so knapp 45 Newtonmeter. Für mich absolut ausreichend. Dieser Motor hat verschiedenste Fahrstufen, die bei Bafang so eingestellt sind, dass sie immer bis zu einer gewissen Geschwindigkeit unterstützen. Und diese Geschwindigkeit dann auch nur mit einem gewissen prozentualen Anteil der Leistung. Das heißt, ein Beispiel, ich habe 5 Fahrstufen und die erste Fahrstufe geht bis 7 km/h mit knapp 20% der Leistung und so lässt sich das Ganze sehr gut fahren. Es ist ein 8-fach-Schaltwerk verbaut, hinten ist ein Schraubkranz drauf der Firma Santurs mit 8 Blättern. Das kleinste hat 13 Zähne, das größte meine ich 34 und hier vorne die Kurbelgarnitur, die hat auch 3 Kettenblätter mit 28, 38 und ich meine 48 Zähne. Ja, damit lassen sich sowohl Berge hoch als auch Berge runter gut fahren. Man kann sehr leicht natürlich das Ganze einstellen. Aber man kann auch mit einer Kadenz von 85, 90 noch gute 40, 45 km/h fahren, ohne dass man sich beim Trampeln überschlägt. Also fürs Touring auch ideal. Profete hat hier bei diesem Fahrrad Continental City Ride Reifen verbaut. Die haben einen Pannenschutz, haben mich auch schon vor einer Panne bewahrt. In letzten Videos habt ihr das vielleicht gesehen, dass dort ein Glassplitter bei mir im Reifen gesteckt hat. Bis jetzt ist die Luft drin, also der Pannenschutz scheint zu funktionieren. Davon bin ich auch sehr positiv überrascht. Dieses Fahrrad hat hydraulische Scheibenbremsen, vorn und hinten von Shimano. Hinten habe ich mittlerweile die Bremsscheibe durch ein anderes Produkt ersetzt. Nicht, weil mir Shimano nicht gefallen hätte oder es schlecht gebremst hätte. Das ist einfach ein bisschen Optik, ein bisschen Customizing, wenn man so möchte. Fahre ich jetzt auch schon knapp, glaube 1000 Kilometer mit durch die Gegend und bis jetzt alles gut, bremst hervorragend. Ja, was haben wir noch hier dran? Das Schaltwerk ist standardmäßig von Acera. Ich habe hier Deore verbaut. Auch da, das Acera hat gut geschaltet, genauso wie das Deore. Einen großen Unterschied kann ich jetzt nicht erkennen. Es war jetzt nach 6.500 Kilometern ein bisschen ausgeschlagen, von daher war mal ein Wechsel nötig. Vorne die Kurbelgarnitur hat hier einen Umwerfer, auch von Shimano verbaut. Ein Tourney-Umwerfer, das ist ja die unterste Preisklasse bei Shimano. Trotzdem erfüllt es seinen Zweck und bis jetzt ist die Kette noch nicht abgesprungen, hat alles wunderbar funktioniert. Ja, ich habe mir nachträglich einen Brooksattel verbaut. Der hat mir besser gefallen als der Original Profete Sattel. Auch da denke ich, muss jeder individuell sich sowieso überlegen, ob er mit dem Standard fährt oder ob es nicht was anderes gibt, was für ja, das entsprechende Hinterteil vielleicht dann besser ist. Dieser Brooksattel, wenn er erstmal eingefahren ist, dann ist er hervorragend.
bedarf natürlich einer gewissen Pflege, aber wer sich mal mit Brooks auseinandergesetzt hat, der weiß das auch. Standardmäßig war hier eine gefederte Sattelstütze drin enthalten. Die habe ich ausgebaut, weil ich dieses Gewippe nicht mochte. Diese Sattelstütze ging auch nur nach unten, so dass ich natürlich, wenn die Sattelstütze nach unten einwippt, auch immer der Abstand zwischen dem Hintern und dem Pedal verkürzt hat, so, also quasi der Tritt nicht mehr so gegeben war, wie er sein sollte. Und deswegen habe ich jetzt eine starre Sattelstütze. Ist auch schon meine zweite. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder woran. Die erste Sattelstütze hat sich ganz stark verbogen. Und ja, jetzt habe ich mir eine neue zugelegt. Ich hoffe, dass die nicht sich verbiegt, sonst müsste ich mir vielleicht mal Gedanken um mein Gewicht machen. Naja, ich habe hier ein etwas preiswerteres Schloss verbaut. Knapp 25, 30 Euro hat das gekostet. Normalerweise sagt man, knapp 10% des Einkaufswerts sollte man für ein Schloss berappen. Das wären knapp 70 Euro bei diesem Fahrrad gewesen. Für mich jetzt, ja, letztendlich, ich habe dieses günstige Schloss, weil es ein bisschen dezenter daherkommt, ein bisschen leichter ist. Und ja gut, das Risiko muss ich natürlich für mich selbst tragen. Wenn das Fahrrad irgendwann mal weg ist, dann ist es ärgerlich, dann weiß ich vielleicht, woran es gelegen hat. So hindert es jetzt erstmal nur, das Fahrrad direkt mitzunehmen, wenn wir irgendwo mal damit einkaufen gehen oder man es irgendwo abstellt. Ja, weiter nach vorne. Ich habe hier Getränkehalter, noch zwei Stück verbaut. Diese Getränkehalter habe ich mit Kabelbindern festgebunden. Das ist für mich absolut ausreichend. Ich kann hier vorne einen halben Liter unterbringen, hier oben meine Trinkflasche reinpacken. Bisher bin ich nicht irgendwo mit den Oberschenkeln da dran gekommen. Das funktioniert alles wunderbar. Ja, und damit ist jetzt eigentlich der hintere Teil schon erklärt. Und ich wechsle mal die Position und dann machen wir kurz vorne weiter. Komme ich jetzt zu dem vorderen Teil des Fahrrads. Hier ist eine Felge von der Firma Grünert verbaut, ein deutscher Hersteller. Es ist eine Shimano-Narbe hier enthalten. Ich habe mir nachträglich einen Lowrider von XLC angebaut. Dieser Lowrider ist mit Schlauchstellen angebracht, weil er ursprünglich eigentlich für Cantilever-Bremsen gedacht ist, hält aber bis jetzt ganz gut. Zu diesem Lowrider und dem Gepäckträger habe ich auch noch ein paar Packtaschen von der Firma Ortlieb und die sind im Vergleich zu den Packtaschen, die wir noch auf unserer Radreise Richtung Nordsee benutzt haben, natürlich von der Qualität her um einiges besser. Sie sind viel leichter zu montieren, zu demontieren und sie sind auch wasserdicht bei den Packtaschen, die wir damals hatten. Da wäre das wahrscheinlich nicht so gewährleistet gewesen. Die Gabel hier vorne von der Firma Suntour trägt die Bezeichnung Next und ist in der Druckstufe über hier ein kleines Schraubrädchen zu variieren. Ich habe sie bei mir jetzt auf hart eingestellt, so hart wie es geht. Diese Gabel schlägt leider auf Schotterwegen immer etwas durch, das rappelt ein bisschen, damit bin ich nicht ganz so glücklich. Letztendlich erfüllt sie aber ihren Zweck und irgendwo bei dem Preis muss man wahrscheinlich auch Abstriche machen. Ja, es ist hier noch eine 70 Lux Lampe von der Firma Profete verbaut. Darüber hinaus gibt es hier oben einen Vorbau, der im Winkel zu verstellen ist. Und es gibt auf beiden Seiten eine Microshift-Schaltung, womit ich mit jeweils zwei Hebeln die Gänge rauf und runter schalten kann. Das ist recht komfortabel, funktioniert einwandfrei. Bis jetzt ein Schaltzug ist mal gerissen, aber sonst gibt es da keine Probleme. Ja, die Bremsen natürlich hydraulisch, hatte ich schon erwähnt. Ich habe oben noch das Bedienteil von Trio dran, was den Bafang-Motor hinten ansteuert. Ja, dieses Bedienteil hat verschiedenste Einstellungen. Das heißt, ich kann da den Tageskilometerstand abrufen, Gesamtkilometerstand. Ich kann die Fahrstufen natürlich einstellen. Es gibt noch eine Anzeige für die Restkapazität, Maximalgeschwindigkeit, gesamt gefahrene
Minuten. Ja, und das müsste es auch so gewesen sein. Ich habe das Ganze noch ergänzt durch den Sigma-Tacho, deswegen, damit ich noch auf Höhen noch ein bisschen zurückgreifen kann. Ich kann mir da auch die Uhrzeit anschauen. Das vermisse ich leider oben an dem Trio-Element. Und darüber hinaus gibt es noch einen kleinen Sensor, den ich verbaut habe, so dass ich auch meine Trittfrequenz ablesen kann. Braucht nicht jeder vielleicht, für mich ein kleines Feature. Ich finde das ganz interessant. Höhen kann ich auch mittlerweile an meinem Navi ablesen. Das Navi ist von Blaupunkt, Bike Pilot 2, so heißt es, glaube ich. Und dieses Navi, wer mal drüber nachdenkt, sich eins zu kaufen, ich kann es in dem Sinne empfehlen, dass es von der Akkulaufzeit sehr gut ist. 6, 7 Stunden hält es. Ich kann GPX-Dateien kann ich nachfahren. Und Nachteil ist daran, dass es leider nicht mehr supported wird und Kartenmaterial nicht mehr ganz aktuell ist. Ja, aber mir gefällt es, ich habe es geschenkt bekommen, bin damit sehr, sehr zufrieden. Das war es auch schon insgesamt zu dem Fahrrad. Kommen wir jetzt noch abschließend kurz zu einem kleinen Fazit. Ja, zum Schluss nochmal abschließend ein Fazit zu diesem Fahrrad. 6.500 Kilometer bin ich jetzt damit gefahren und ich muss sagen, wenn man mich jetzt fragen würde, würdest du es hier nochmal kaufen, dann kann ich das nur mit einem Ja beantworten. Jetzt ist es so, dass man natürlich auch merkt, dass gewisse Komponenten nicht ganz so hochwertig sind. Da ist zum Beispiel die Gabel, die etwas durchschlägt. Da ist auch der Schraubkranz hinten von Santos, den ich nicht besonders gut empfinde. Aber als Gesamtpaket, und jetzt muss man ja auch noch dazu sagen, dass dieses Fahrrad für mich 699 € damals gekostet hat. Für 899 wäre es regulär im Prospekt vom Pricing gewesen. Das ist absolut akzeptabel für das, was man hier bekommt. Ich bin voll zufrieden, sowohl was den Motor angeht, was den Akku angeht. Es gibt für mich nichts Störendes. Das, was mich stört, das ersetze ich Zug um Zug. Das kann ja auch jeder machen. Und ich glaube, generell, auch wenn ich mir ein hochpreisiges Fahrrad kaufen würde, es gibt immer Komponenten, die einen vielleicht stören, die einem nicht so gut gefallen, die man dann auch austauschen würde. Egal, ob es Griffe sind, ob es Sattel ist, ob es die Pedale sind. Vielleicht sind es sogar die Reifen, die einen stören. Aber insgesamt für mich dieses Fahrrad, auch wenn es niederpreisig ist, muss ich sagen, top, alles super, es läuft und ich hoffe, dass es noch weitere 10.000 Kilometer läuft. Lasst euch überraschen, vielleicht kommt ja dann ein neues Video. So belasse ich es jetzt erstmal dabei. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Sind noch Fragen irgendwo offen, könnt ihr das gerne in die Kommentare stellen. Ich versuche das dann zu beantworten. Und ja, auch über ein Abo würden wir uns natürlich freuen. In diesem Sinne, bleibt gesund, alles Gute und bis demnächst.